Im letzten Part haben wir Papiertoads gerettet. Heute müssen wir dasselbe wieder machen, denn wir brauchen noch 8 weitere Papiertoads, um eine Fähigkeit zu erhalten, mit der wir unglaublich hoch springen können. Und nur so kommen wir ja weiter und aus dem Dilemma heraus. Okay, dann nehmen wir hier bei den Lucky Toads die nächste Mission an. Das Steingefängnis. Zertrümmere die Steinblöcke und schenke den Papiertoads die Freiheit. Pass aber auf, dass du sie nicht zerknüllst. Okay, ich bin gespannt. Na dann, zeig mal her. Ich bin gut motiviert. Oh, wow, wow. Zerstöre die Pelzblöcke mit deinem Hammer und befreie die Papiertauts. Pass aber auf, dass sie nicht zerquetscht werden. Dein Ziel ist es, die Papiertauts zu befreien. Dazu musst du nicht alle Felsblöcke zerstören. Wenn ich jetzt... Naja. Das war Fail eigentlich. Der wird doch jetzt von dem anderen... Nee, wird er nicht. Der Cetrisstein. Wie viele Tauts muss ich denn befreien? 3 Stück oder was ist da oben? Ich darf mir 3 Fehlschläge erlauben. Mhm. Jetzt wird's kniffliger. Ich könnte es einfach mal so probieren, ne? Also einen Toad bekommen wir ja, wenn ich ganz locker sowas mache. Aber den anderen... Doch, das ist eigentlich gesaved, ne? So ist er gesaved. Bisschen gucken, aber bis dann geht's. 8 weitere Toads. Sieht aus, als hätten wir schon 3. Der hier ist auch. Oh, das ist kniffliger. Der kann ganz schnell zerquetscht werden. Ich muss einfach mal gucken, was eine Option wäre. Na also. Einfach nur ein bisschen vorsichtig sein. Die Rätsel sehen schwerer aus, als sie sind, glaube ich, weil bislang, auch wenn ich es mal einfach ins Grüne versucht habe, es hat bisher immer funktioniert und das war es auch schon. Und der Schatten sieht irgendwie merkwürdig aus, aber egal. So, schön. Das war doch Auflockerung pur und nice gemacht. Gerne mehr davon, nicht immer rumrennen und irgendwelche Toads suchen. Gerade im letzten Part, das war einfach nur jedes Mal Flygeist besiegen und irgendwie hat's genervt. Weiter geht's, vergiss nicht zu speichern. Ich doch nicht. Takche, möchtet ihr ein paar Papiertoads retten? Bergung aus dem Treibsand. Birg alle vom Treibsand mitgerissenen Papiertoads. Aber nimm dich vor Bomben und Blöcken in Acht. Bomben! Okay, Bergung aus dem Treibsand. Huah, ach du Schande. Weiche Bomben aus, zerschlage Steinblöcke mit dem Hammer. Wenn große Blöcke auf dich zukommen, zertrümmere sie mit dem Trio-Hammer. Geht klar. Wollt's noch ausprobieren? Oh, Münzen! Wir können uns das wirklich nur so... Ja, ich wollte es mit dem Steuerkreuz gerade probiert, aber... Autsch. Ah, das zählt als Fail. Also da oben ist ja... Gut. Tschüss, Mann. Wir müssen das wirklich jedes Mal mit dem Schiebepad machen. Autsch. Fail Nummer 2. Bitter. Ich weiß ja nicht, ob wir so früh oder wie früh wir den Hammer schwingen müssen. Es war zum Beispiel zu früh. Damit habe ich verloren. Aber ein guter Gewinner muss auch mal verlieren können. Erneut versuchen. Muss man halt das Gefühl dafür entwickeln. Nicht zu früh und nicht zu spät. Also das Steuerkreuz macht gar nichts. Ich bin ja immer lieber ein Steuerkreuz-Fan als ein Control-Stick oder ein... Schiebepad beim 3DS eben, so nennt man das. Ja, immer warten bis zum Ausrufezeichen, würde ich sagen. Das haben sie nicht umsonst eingebaut. Chup, chup, chup. Yes. Bomben. Ah, okay, Fail, naja, was soll's. Nobody's perfect. Mein Name ist Nobody. Nicht wirklich. So. Naja, jede einzelne Münze ist jetzt auch Quatsch. Aber bislang schaffe ich es eigentlich, oder? Schon eine Münze ausgelassen? Schnell rüber. Ja, ist mal was anderes. Lockert das auf. Ich habe schon ein bisschen so gedacht, schon wieder Toads retten. Wollen das die Leute überhaupt sehen die ganze Zeit? Warum nicht, oder? Jetzt aber ärgerlich, das ist ein ziemlich langer Parcours. Aber das war's. 5 von 5. Supi!
Job? Mario, Luigi und Paper Mario? Na denn? Habe ich genug neue Toads für die neue Fähigkeit. Einige Lieferungen direkt aus dem Pilzpalast. Bitteschön. Ich würde dir empfehlen, es nicht hier zu öffnen. Es ist recht groß. Du hast ein Papptrampolin erhalten. Es ist zu groß, um es jetzt auszupacken. Verwende es später, wenn die Zeit reif ist. Und dann wäre das noch das hier. Ich war so frei, einen Blick darauf zu werfen. Es scheint eine neue Trio-Attacke zu sein. Ernsthaft? Der Trio-Drachen. Alles klar, ich werde mal zu gegebener Zeit einsetzen. Sehr nice. Dann mache ich mich mal wieder auf den Weg. Tschüss mit es. Mit diesem Papptrampolin können wir die beiden großen Stacheltypen an der Brücke erreichen. Gehen wir zurück zur Doppelmobel-Dünengrotte. Dort können wir das Papptrampolin aufbauen. Okay. Ich sehe auf dem unteren Bildschirm so einen dezenten leuchtenden roten Pfeil. Sehr gut. Aber ich sollte mich doch mal ein bisschen hier umschauen. Also wir haben hier in der Wüste auch ein Toaddorf. Was ist denn, wenn ich hier lang gehe? Ich war hier noch nicht im Endeffekt. Oh, das ist ein RPG und ich will jetzt nicht gerade mal den straighten Weg gehen, sondern mal ein bisschen gucken. Looky looky machen. Hi. Geht's nur mir so oder ist euch auch so heiß? Ihr ist doch heiß, oder? Ist euch heiß? Hab schon gesagt, wie heiß mir ist. Oh je. Das ist ein neuer Itemshop, glaube ich. Also können wir hier... Ich mach mal lieber... So, wollten wir das sehen. Nee, das eine ist nicht umgedreht. Warum nicht? Ich hab den Tod umgehauen. Tod so aus Papier, Mann, was es nicht alles gibt. Bist du wichtig? Wisst ihr was? Ich bin der klügste Tod in der ganzen Wüste. Ich kann euch sogar ganz genau sagen, wie viele Sandkörner sich in jeder Düne befinden. Und wenn ihr das nicht glaubt, kann ich es euch beweisen. Was meint ihr? Wollt ihr euer Köpfchen unter Beweis stellen? Nehmt ihr meine Herausforderung an? Was denn, du laberst doch hier? Okay. Ausgezeichnet, es wird Spaß. Was zum... Also gut, legen wir los. Zum Gewinn musst du 3 von 5 Fragen richtig beantworten. Es besteht kein Zeitlimit, aber du brauchst dich auch nicht abzusetzen. Oha. Wer ist das? Das ist eindeutig Toadette. Yay. Welches Item stellt BP wieder her? Sirup. Wer ist davon das überraschte Glitzerstern? Überrascht? Der in der Mitte schon mal nicht. Was macht der rechts? Sich übergeben oder sowas? Welches der folgenden Schmuckstücke trägt Prinzessin Peach nicht? Die trägt auf jeden Fall eine Kette und eine Krone. Deswegen... Was? Halt mal. Ach, das ist eine Brosche, was die Oma hat. Ja, was er auf dem Dekolleté hat. Meine Güte, dann hat keine Kette. Welches Muster hat Myrantianias Unterhose? Gepunktet, ne? Jo. Damit kommen wir zum Ende. Du hast 4 von 5 Fragen richtig beantwortet. Ihr habt gewonnen. Wie ärgerlich. Ich meine, ich freue mich natürlich für euch. Glaube ich dir sofort. Not. Alles klar. Oh, da habe ich euch ja wirklich unterschätzt. Ihr seid clever und gut im Kämpfen. Deswegen seid ihr wahrscheinlich auch die Helden. Hier, eine kleine Belohnung für euren Sieg. Das habt ihr euch verdient. 3 Abwehrbohnen. Ich bin selbstverständlich der Klügste, doch insgesamt gibt es 5 sehr kluge Toads in dieser Welt. Ihr habt es zwar geschafft, mich zu übertreffen, aber es gibt noch 3 weitere höchst gebildete Toads, die auf eine Herausforderung warten. Kann ich das so interpretieren, dass das Spiel 5 riesige Welten hat? Also erst die Ebenbild-Ebenen, oder wie es hieß? Die ganz normalen Grünflächen halt. Und jetzt die Wüste und dann noch 3 weitere? Wenn ihr in den Dünen bis nach ganz Osten geht, kommt ihr zu Bowsers Festung. Aber wollt ihr wirklich dahin? Bowsers Schergen sind in letzter Zeit sehr aktiv. Jo, das ist unsere Bestimmung. Es geht auch nichts über ein paar Sonnenstrahlen, um mal kurz dem Chaos des Alltags zu entfliehen. Aber hast du die Sonne schon mal angeguckt? Ich meine, richtig angeguckt? Habe ich mir gedacht, dann wären deine Augen nämlich voll im Eimer. Ja, das hat man bei der Sonnenfinsternis oft. Da gucken alle rein und da gibt es ja diese speziellen Brillen dafür. So. Die ganzen Röhren irritieren mich. Wo führen die denn alle hin? Finden wir es heraus. Die müssten alle nach unten in die Grotte führen, aber... an verschiedene Orte. Also da sind wir ja hergekommen. Im letzten Part.
am Anfang des letzten Parts. So. Ich schneide trotzdem in die Toadhäuser rein. Jetzt probiere ich mal ganz kurz noch das Minigame. Ich will es jedes Mal probieren, wo wir es haben. Aber ich habe mich schon mal... Ich habe es ja, wie gesagt, schon mal drauf angelegt. In einem früheren Part. Und bin da ziemlich weit gekommen. Weiß jetzt die Zahl gerade gar nicht. Irgendwas Ende 20 oder so. Weiß nicht, ob es irgendwie ein Ende gibt oder so. Keine Ahnung. Ihr habt es mir vielleicht in die Comics geschrieben. Wenn nicht, dann könnt ihr es jetzt tun. Und du? Das Buch, in dem die Papyrus entschwebt sind, ist etwas sehr Besonderes. Pass gut drauf auf, Luigi! Ja, ganz genau, denn Bowser Jr. hat es darauf abgesehen. Also beide Bowser Juniors. Ah, das sind die Lucky Twos. Ja, ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Klar, die Mission gibt es auch noch im Hard-Modus. Voll seid ihr noch geheilt, ne? Gekämpft haben wir ja nicht mehr. Gut. Das wollte ich nur wissen. Das da rechts können wir übrigens auch umdrehen. Da gab es in der Wüste noch mehr davon, aber zu Zeiten, als wir diesen Trio-Hammer noch nicht hatten. Yoshi! Irgendwie kommt es plötzlich. Hallo Yoshi. Wenn ihr zur Küste wollt, verrate ich euch den Weg. Einfach über die Brücke und dann geradeaus. Das Meer soll warm wie eine Badewanne sein. Ach, ich wünsche, ich könnte mit euch kommen. Er sagt also Yoshi und das ist die Übersetzung. Warte mal. Hier waren wir doch schon einmal. Ja. Auch dadurch, dass Kamek... Oder? Nee. Hier ist ja noch umgedreht. Waren wir hier schon mal? Also ich meine, auch Bomben als Gegner und das haben wir auch noch nicht umgedreht. Vielleicht waren wir ja schon... Wow! Das ist bitter. Vielleicht waren wir schon hier. Oh mein Gott, sind das viele. Gut, wir haben ja jetzt genug BP wieder auf Lager. Lassen wir uns nicht lumpen. Los, Luigi. Die machen wir kalt. Und nochmal. Und volle Möhre. Das war aber erst der Anfang, wenn Paper Mario erstmal dran ist. Gibt's richtig auf die... Oh, der Trio Drachen. Ich könnte es mal probieren. Drücke so schnell wie möglich den Knopf des Teammitglieds, der gerade den Drachen zieht. Ich probiere es einfach. Ich probiere es einfach. Ohne Übung, ohne Training. Let's go! Der gerade den Drachen zieht. Wollen wir doch mal sehen. Y. Luigi. Paper. Nächster Mario. Ach, das steht immer schon da. Das ist ja sehr gut. War das halbwegs in Ordnung? Ja. Das war ein ordentlicher Treffer, würde ich sagen. 31 eben, der finale Schlag. Insgesamt 38. Also nur auf einen speziellen Gegner, nicht auf viele verschiedene. Ah, okay, ich hab... So. Ja, da muss man schnell reagieren, da sind echt viele Gegner gerade am Start gewesen, deswegen... So, Muschelbohrer. Ja, mach trotzdem den Muschelbohrer. Nicht nuscheln. Muscheln! Ups. Ah, das war mir fast klar. Je kleiner der Gegner, desto schwieriger. Na, gleich zwei, da kann man ja kaum drüber springen. Ja, komm schon. Muss es halt so blöd gedrückt halten. Werde ich einfach nicht warm damit. Damit werde ich einfach nicht warm. Gut, der Panzer, der erledigt, je nachdem, wer dran ist, alle Gegner und konzentriert sich nicht nur auf einen. Deswegen finde ich das eine gute Sache hier. Bei vielen Gegnern wirklich empfehlenswert. So, jetzt ist aber mal hoffentlich bald Schluss hier. Ich will jetzt keine Trio-Attacke mehr raushämmern. Ups, ein bisschen zu früh. Aber besser als nichts. Na, also geht doch. Im Kontern platt gemacht. Zwei Level-Ups. Sehr nice. Luigi. Bitteschön. Er geht ja mehr auf KP. Nee, warte mal, was hat er gehabt?
Du warst auf jeden Fall BP und Mario war KP. Luigi müsste Verteidigung gewesen sein. Deswegen geht er auch nicht so oft drauf. So, schön, dass wir das geregelt haben. Wunderbar. Also wir waren hier in dem Bereich wirklich noch nicht, anscheinend. Oder zumindest nicht mit der Fähigkeit. Gute Güte, wo wir uns überall lang bewegen können. Ich weiß, wir sollen zurückgehen, aber ich erkunde halt lieber. Bin schon... Ah, da sehen wir wenigstens, dass wir hier schon waren. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal... Ob die sich von selbst wieder umdrehen. Ja, tun sie. Verdammt, da weiß ich bei den späteren überhaupt nicht mehr, welche schon umgedreht haben und welche nicht. Boah, ich sag euch was, ohne den unteren Bildschirm würde ich nämlich total verirren. Der ist immer ganz hilfreich hier. Gut. Also waren wir hier auch definitiv schon, oder? Ich guck mal ganz kurz. Eigentlich kommt es mir total fremd vor. Dieser Bereich hier nicht, also irgendwie... Es gibt auch etwas, was Carmack verändert hat, deswegen. Aber dann dödeln wir nicht mehr lange rum, sondern begeben uns dann schlichtweg... Was ist denn hier rechts? Das ist jetzt wirklich, wie Yoshi gesagt hat, der... Kommen wir in eine Art Wasserwelt. Tatsächlich, eine Küste ist hier auf jeden Fall. Der Stachy-Kollege nervt, wenn er gleich ankommt. Kann er was erleben. Saubere Arbeit an der Stelle. So, dann gucke ich noch kurz hier. Aber dann, glaube ich, drehe ich erstmal um. Bam, 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 bam! Juhu! Kann ich mich denn irgendwie ins Wasser begeben? Scheinbar nicht so wirklich. Soll mir recht sein, ich will meine Grenzen aufgezeigt bekommen. Ich mag es übrigens nicht, wenn Spiele zu sehr Open World quasi sind. Also sowas wie Skyrim oder wie leider das nächste Zelda, was aktuell für Wii U geplant ist, aussehen soll, ist eigentlich, naja, ich stehe ein bisschen mehr auf lineare Sachen, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Oder halt GTA, das sind halt so Sachen. Gut, dann wollen wir kurz die Bomben mal zeigen, was eine Hake ist. Trio Squash trifft nämlich alle Gegner und deswegen in der Situation mehr empfohlen als der Trio Drachen. Spiel mal ein bisschen. Nein, Luigi, was ist mit dir los? Ja, und dann kommst du total aus dem Takt, ne? Besser als in die Hose gemacht. Hm. Ach, das sind richtig viele, richtig viele. Ich dachte, das wären nur drei, ne? Alter, was soll ich denn machen, wenn die so explodieren? Sauber. Das sind richtig viele. so ein roter Panzer noch. Ich vertraue auf die Macht. Die Brüder können es halt einfach. Ja, Mann. Ist so. Manchmal. Ey, was zum... Ja, die Bomben sind echt ein bisschen unberechenbar. Es sind halt echt viele. Ich verstehe. Ich verstehe voll und ganz. Die springen halt viel später, wenn sie noch einen Partner mitschleppen müssen. Was mache ich denn nur mit dem Sprung? Das ist eine harte Sache. Jetzt ist der schon wieder gereizt. Alter. Ich glaube nicht, dass Paper Mario das alleine deichseln kann. Ich würde auf jeden Fall Mario wiederbeleben. Na denn! Bombenstimmung hier! Oh, ist das zum... Das sind so Gitter!
Ja, toll. Und dann explodieren die. Lieber drüber springen, oder was? Ich riskiere halt ein bisschen was. Das kann ja nicht mehr so lange gehen. Oh. Weg ist er. Hui, da wird man ja nervös. Da wird man ja nervös. Ah, keine Grund zur Panik, Freunde. Solange ich mich jetzt halbwegs anstelle. Oh. So, Paper Mario ist der Einzige, der hier ein paar EP bekommt, aber besser als komplett drauf zu gehen. Ich verdufte lieber, hier vorne gab es ja einen Block, bei dem wir uns regenerieren konnten. Ein bisschen Angst habe ich ja dann doch. Aus irgendwelchen Gründen habe ich jetzt ein bisschen Respekt. Nee, Bullshit. Suchen wir uns den schnellsten Weg. Oh. Nüssel. Da sieht man ganz genau, dass wir hier noch nicht waren. Als ob ich das nicht an... Ja, hier auch. Angedeutet hätte. Jede Menge Coins. Ich glaube, da können wir uns im... Ich wollte doch sowieso im Item-Shop mal ein bisschen gucken. Bei den Toddies. Nachdem wir jetzt ein bisschen wissen, wo wir sind. Das haben wir doch auch. Drehen die sich wieder automatisch um. Das kann ich eigentlich bisher nicht, ne? Es gibt viel zu erkunden, viel zu entdecken, ihr merkt's. So, das führt mich zurück zum Toaddorf. Ja, das ist der Yoshi schuld. Der Yoshi ist definitiv schuld. Hat mich total irritiert. So, ich will mal ganz kurz gucken, waren wir denn hier drin? Betäubt ihr auch immer schön eure Gegner? Ihr wisst schon, Präventivangriffe und so? Springt, sprintet und hämmert ihr auf Gegner, bevor der Kampf überhaupt losgeht? Probiert es mal aus, aber haltet euch bloß mit Sprung auf stachelige Gegner zurück. Ach was. Geisterkekse, nice. Ja, das nennt man Erstangriff. Wer kommt denn mit seinen Fremdwörtern an? So, jetzt interessiert mich schon, wo das exakt hinführt. Paper, kannst du? So. Das muss doch... Ach, komm. Ernsthaft? Das ist ja nice. Teleporter. Gut. So, lass mal ein bisschen shoppen hier. Ob der andere Sachen hat? Lass mich raten, ihr interessiert euch für Fragezeichenkarten, stimmt's? Was schwebt euch denn genau vor? Ich habe auf Kaufen geklickt. Diese Karten sind äußerst wertvoll, da kann ich nur eine auf einmal verkaufen. Wie sieht's aus? Diese Coins sind ganz schön viel wert. Und an eurer Stelle würde ich nicht herumposaunen, was ihr da vorhabt. Danke und kein Wort zu niemandem, okay? Bekommt zwar jeder mit, aber egal. Willkommen, willkommen! Besten Ausrüstungsladen der ganzen Welt! Und zwar kommt direkt vom Hersteller, ganz ohne Zwischentoads. Seht nur, welche fantastische Preise. Der ist ein bisschen creepy drauf. Mal sehen, ob wir jetzt hier ein paar gute Sachen haben. Aha. Ja, geflickter Hammer, geflickter Hammer, du. Und, erhöht den Bart, senkt aber die Verteidigung. KP-Handschuhe. Panzerhandschuhe. Mhm. Sind auf jeden Fall schon bessere Sachen mit dabei. Eigentlich haben wir ja genug Kohle, ne? Also, nehmen die soliden Stiefel. Ausrüsten. Dann nimmst du den... Ist alles wirklich abgetimt? Was mit Luigi? Nee. Ah, verstehe. Entweder oder, ne? Aber Sprünge sind mir einfach lieber. Deswegen kaufe ich auch für Luigi nochmals diesen Stiefel. Trotzdem sollten wir nicht geizen. Kaufen sowohl den Stiefel als auch den Hammer. Für beide. Gemacht. So, die Hose. Reflexhose, Mäßighose. Das ist halt nur für die Verteidigung. Abwehrreflex. Aber den mache ich ja selten, ne? Ich werde einfach mit der Mäßighose den, die Verteidigung erhöhen.
beiden. Ist ein bisschen billiger, weil den Reflex, den benutze ich ja nicht so recht. So, können wir noch was Gutes für Paper Mario tun? Was denn? Okay, macht's niedriger. Nee, warte. Ach, das sind immer noch die. Gut. Das ist alles, was wir für Paper Mario... Schäbige Hose. Tja, kaufen wir halt den gepflegten Hammer für ihn. Weil ich mit Paper Marios Hammer noch weniger angreife, ne? Kann man noch irgendwas verkaufen? Also die alten Sachen werden auch... Na gut. Brauchen wir jetzt ernsthaft nicht, oder? Zwei Stück verkaufen. Alte Stiefel. Also was ausgerüstet ist, wird eh angezeigt, ja? Ich habe noch einen. Aber bessere haben gibt es eigentlich keinen Grund mehr, oder? Schäbige Stiefel. Den anderen Kram zu behalten. Sehe ich das richtig? Schreibt es ruhig in die Kommentare. Alter Hammer. Das ist eigentlich auch nur Platzverschwendung, deswegen weg damit. Die Münzen brauche ich jetzt nicht wirklich dafür. Billighose. Dass wir jetzt ein bisschen uns ausgerüstet haben, ist da gar nicht so verkehrt. Okay, und ihr beiden? Willkommen, bei uns gibt es Items aller Art. Was darf es denn heute für euch sein? Falls ihr eine verrückte Käuferpersönlichkeit sucht, seid ihr bei mir übrigens völlig falsch. Ich bin nämlich ein ganz normaler Tod, wie man ihn im Gegenladen findet. Überhaupt nichts Besonderes. Danke für diese Information. Okay, er hat auch wirklich keine besonderen Items, deswegen lasse ich das direkt. Und du? Nicht ansprechen, bitte nicht ansprechen. Oh, ich meine natürlich hallo. Geschlossen, tut mir leid, ich glaube ich... Vielleicht, eventuell, womöglich später auf dem... Verstehe. Die wollen uns irgendwie noch nichts los verkaufen, keine Ahnung. So, also wenn ich jetzt... Ich glaube, ich war an jedem Toadhaus drin, mit denen habe ich schon geredet. Dann werden wir jetzt wirklich dahin zurückgehen, wo wir waren. Und dann machen wir das einfach direkt am besten mit der Röhre, wo wir auch hergekommen sind. Oder etwa nicht. Würde ich schon sagen. Mit der anderen geht es zwar auch, aber direkt auf diesem Wege. Mensch, 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 das Spiel, das zieht wirklich viel Zeit. Ich merke, dass wir in den Parts gar nicht so viel erreichen, obwohl der hier schon eher ein bisschen länger ist. Das finde ich fast ein bisschen schade. Aber dafür kommt ja Paper Mario. Also Mario und Luigi Paper Jam. So ziemlich jeden Tag. Ja, auch noch für lange, lange Zeit. Auch noch im Januar. Sag ich einfach mal. Jeden Tag zu kommen, der Schinken hier. Ich hoffe, ihr begrüßt das. Die meisten Let's Plays müssen ja immer ein, zwei Tage warten. Dieses nicht. Das Trampolin! War es das schon? Nur für diese eine Stelle? Alter! Und wieder die Pokés. Noch ein bisschen höher. Die haben sich gewundert, was machen da jetzt? Was zum Teufel? Die Klempner fliegen heute wieder tief. Nun, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ja, Freunde, ist der Daumen oben, werde ich euch loben und bis dann und ciao!